Anfang der 60er Jahre kamen zur Ablösung des Dampfbetriebs die ersten Großdieselloks zur Deutschen Reichsbahn. Unter der Baureihenbezeichnung V180 entwickelte das Lokomotivwerk Karl Marx in Babelsberg eine Mehrzwecklokomotive mit dieselhydraulischem Antrieb. Die Auslieferung der späteren Baureihe 118 zog sich bis 1970 hin. Die Großdieselloks waren gleichermaßen im Personen- und Güterverkehr anzutreffen. Der starke Rückgang des Reise- und vor allem des Güterverkehrs nach der Wende brachte einen unwirtschaftlichen Überbestand der nun als 228 bezeichneten Baureihe mit sich. Der bekannte Widerwillen der DB-Oberen gegen zweimotorige Dieselloks, das Alter und der Erhaltungszustand der V180 führten deshalb zum Ausscheiden großer Stückzahlen in kurzer Zeit. Der Abschied aus dem Plandienst im Jahre 1995 ließ nicht lange auf sich warten. Begleiten wir noch einmal die formschönen Lokomotiven kurz vor dem Ausscheiden auf ihren letzten Stammstrecken zwischen Schleusingen und Arnstadt. Die Steilstrecken des Thüringer Waldes waren einer der letzten Rückzuggebiete der 228er. Bis zum Fahrplanwechsel 1995 bespannten 228er so gut wie alle Personenzüge auf den Strecken Suhl-Ilmenau-Arnstadt und Ilmenau-Großbreitenbach. Erst die Umbeheimatung der Kölner Steilstreckenloks der Baureihe 213 nach Thüringen leitete das Ende ein. Nicht nur die 228, sondern auch der Wagenpark ist bereits Geschichte. Die Reko-Nahverkehrswagen vom Typ BGHW sind inzwischen von modernisierten Regionalbahnwagen aus Halberstädter Produktion abgelöst worden. Bis zu ihrem endgültigen Fristablauf werden die 228er noch als Reserve vorgehalten. Der knappe Bestand der Baureihe 213 führte auch 1996 immer wieder zu kurzzeitigen Einsätzen der Baureihe 228 im Thüringer Wald. Doch blicken wir in die Geschichte dieser interessanten Großdiesellok. Zuerst wurde eine vierachsige Bauart mit 19 Tonnen Achslast entwickelt, die allerdings auf weniger gut ausgebauten Strecken nicht einsetzbar war. Der überalterte Dampflokpark bedurfte aber auch auf solchen Strecken dringend des Ersatzes. So leitete man kurzfristig aus der Stammtype eine sechsachsige V180 mit 16 Tonnen Achslast ab, die nun freizügig einsetzbar war. Bis Anfang der 70er Jahre entstanden in verschiedenen Bau- und Motorisierungsversionen 169 vierachsige und 206 sechsachsige Dieselloks. Im EDV-Nummernschema der Reichsbahn wurde die V180 als 118 geführt. Im gemeinsamen Nummernschema von DR und DB erhielt sie 1991 die Baureihenbezeichnung 228. Neben dem Thüringer Raum war auch das BW Brandenburg letzte Heimat der 228er. Von hier aus wurden sie meist vor Nahverkehrszügen nach Magdeburg oder nach Potsdam eingesetzt. Mit dem Fahrplanwechsel 1995-96 endete auch im BW Brandenburg der Planbetrieb.
Kurz nach dem Fahrplanwechsel ergab sich noch einmal ein interessanter Einsatz für die Brandenburger 228. Ein schwerer Güterzug mit Drahtrollen vom benachbarten Stahlwerk muss nach Sedin. Den fast 3000 Tonnen schweren Zug müssen zwei 228er befördern. Zurück nach Thüringen. Im Bahnhof Schmiedefeld steht 228-646, die anlässlich des letzten Plantages geschmückt ist. Nach fast 30-jähriger Einsatzgeschichte endet nun ein weiteres Kapitel bei der Deutschen Bahn AG. Einige Exemplare werden für Museumseinsätze betriebsfähig erhalten, andere haben eine Heimat in zahlreichen Eisenbahnmuseen gefunden. Wünschen wir der ersten DR-Großdiesellok noch ein langes, museales Leben. Thank you.